Und jetzt müssen wir mal den ultimate Test machen. Okay. Ob es alles funktioniert. Ja, was also, macht das mal? Genau. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich kann nicht mehr. Die Glanzkarbon. Ja, genau. Fühl mal hier von der Seite so leicht. Was mir gefällt, ist jetzt, dass ich etwas Exklusives habe. Das ist so Standard. Noch immer gut, aber Standard und dann hier Carbon mit Schütz. Das ist perfekt. B-Team, deine Worte ehren uns sehr. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag in der Chavez-Manufaktur. Vorneweg sei gleich erwähnt, dass ihr euch dieses Video ganz besonders aufmerksam anschauen solltet. Denn neben dem spektakulären Carbon Panamericana Grill könnt ihr auch eine echte Weltneuheit für den GLE erleben. Aber dazu gleich mehr. Frohes Neues erstmal, sagt man hier so bei uns. Ne? Frohes Neues. Frohes Neues. Daniel, ich hoffe, das ist ein guter Start in 2023. Für alle, die es nicht verfolgt haben, seit einigen Monaten personalisieren wir den Mercedes-Benz GLE von B-Team Lushtaco, der den meisten wohl besser bekannt ist als der erfolgreiche Mercedes-YouTuber Merz-Benz King. Zweimal war B-Team bereits zu Gast bei uns. Heute nimmt er seinen schicken GLE mit weiteren exklusiven Upgrades und Sonderanfertigung wieder in Empfang. Die ersten zwei Episoden haben wir euch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Aber jetzt ohne viel zu reden, los geht's! Mit Xavi-Emblem auf der Hinterseite? Ja, klar, klar, ja. Klar, okay, perfekt. Das gibst du mir später. Ja, genau. Aber die, ja, heute bin ich mal so gekommen. Ich habe gedacht, das ist wieder ein Zwischenschritt dann. Und dann ja, definitiv. Nächstes Mal viel Reiz hier in der Suit. Aber ich muss ehrlich sagen, die Auto nach zweimal. Aber so ist es halt, ne? Das ist halt, hier ist nichts gespielt, muss man ehrlich sagen. Ja. Nach zweimal, ich bin verliebt, weil schau mal, wie das aussieht. Ich meine, die Panamericana Grill, das wird jetzt geändert. Auch, genau. Die tauschen wir dann. Genau, also ja. Der Carbon Grill, der ist jetzt fertig und okay. Bereit für den Einbau. Weil wir nicht wollen, dass dabei irgendwelche Kratzer oder sowas entstehen, kleben wir einmal die Schütze komplett ab. Kleben auch hier außen die Teile ab, wo eventuell dann die Schürze mal gegenkommen könnte, was natürlich eigentlich nicht passiert. Ja, perfekt. Und dann hat sie mir noch ein Foto geschickt mit den Türgriffen. Ja, stimmt, genau, richtig. Türgriffe kommen ja auch einmal neu. Ja, da wird hier im oberen Bereich jetzt das quasi jetzt hier im Carbon, ne? Ja, das, und das ist dann wirklich gut, weil ich habe einmal die GLE gesehen, komplett schwarze Türgriffe und dann hat er nicht die Keyless Entry. Richtig, genau. Genau, genau, und das hat mir so gefallen und ja, dann kommst du mit der Lösung, vielleicht Carbon Fiber dann drauf. Ja. Dann haben wir die Türgriffe. Ja. Was machen wir noch? Dann schauen wir nach unten, weil das ist noch immer in der Chromfarbe, die Trittbretter. Das ist dann, ja, wenn das Carbon sein wird, dann ist das, ich glaube, die erste GLE auf der Welt mit Carbon Trittbretter. Und normalerweise kann man das hier zum Beispiel in Carbon machen, aber das fällt doch mehr auf, denke ich dann. Ja, man könnte aber auch das jetzt hier schwarz machen und das andere in Carbon. Ah, oder umgekehrt. Das schwarz, ne, könnte man alles machen. Lackieren, ja. Daniel, du hast mir am Anfang schon gesagt, Bremsen mit Xavi-Logo. Ja, die Bremsen, ja. Und ja, wenn alles so, wenn die Chromsachen weggehen, ja, die Bremsen sind so grau ab Fabrik, ab Stadt. Und dann habe ich gedacht, machen wir das auch elegant, vielleicht in ja, rot wird es zu auffällig sein, denke ich. Ich hätte eine Idee. Ja? Ich hätte eine Idee. Ich würde das eventuell vielleicht in schwarz machen. Ja. Und vielleicht mit einem Chavez-Logo drauf oder Chavez? Ja, in weiß. Ja. Ich glaube noch etwas anders überlegt über die Innenraum. Mhm. Dan moesten we dan op die andere Seite schauen. Ja. In die Innenseite. Ik mag zeker in die Ambiente lichten. Mhm. Und man kan ook optional so einen für die Sitze die andere Cover nehmen. Dat had jetzt die Nette. Mhm. Dan kan man ook so mit Rot und dann die Ambiente lichten auf die Hinterseite, wie das so läuft. Vielleicht können wir dann dort etwas machen. Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, lieber B-Team. Der Grill, der jetzt beim B-Team reinkommt, man sieht hier auch ganz schön die Carbonstreben. Ich hatte ihm ja noch angeboten, dass wir jetzt da dieses Racing-Gitter hinter machen. Wird auf jeden Fall schöner aussehen. Und da haben wir schon mal was.
kleben das jetzt erstmal ab, damit da ja nichts rankommt, wenn ich den gleich bearbeite. Länger machen, ne? Ich habe mal eine kurze Bitte. Könntest du mir eventuell die Luftsäge einmal... Ich weiß gar nicht, wo die ist. Weißt du auch nicht, ne? Weißt du denn überhaupt, was ich meine? Luftsäge. Nee, die Luftflex hätte ich gerne. Luftflex? Das ist dieses Ding mit dem... Mit dem Kreis vorne dran, der sich so ganz schnell dreht, ne? Ja. Ja, okay. Suche ich dir. Okay, dann warte ich mal eben. Zwei Stück. Tag. Also erstmal fixieren wir das. Weil ich noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Ja, also ich werde jetzt mit dem Carlo zusammen einmal die Türgriffe ausbauen. Fangen wir hinten an. Haben wir die Seite überhaupt? Ja, haben wir. Also die Bühne, die ist ja schon sexy, ne? Ich sehe nichts. In Lehm raus und dann nach hier hin. Jungs haben ja gestern schon diesen Griff hier montiert. Den habe ich heute Morgen wieder demontiert, weil mir nämlich Folgendes aufgefallen ist. Der Spalt hier. Bei dem Carbon sah das richtig krass gestern noch aus. Carlo, was machst du da? Jetzt habe ich das alles wieder auf Original wieder umgebaut, um zu gucken, ob der Spalt auch so da ist. Und mir fällt gerade auf, da ist immer noch ein Spalt, ne? Also der Spalt ist größer als der, darum geht's. Siehst du selber, ne? Ja. Jetzt habe ich das hier reingedrückt, angeschraubt. Es bleibt immer gleich. Es ist immer gleich. Jetzt alles wieder rückgerüstet. Was fällt dir auf? Ja, das passt zur Berg schon nicht, ne? Ja. Aber du weißt doch, der Kunde ist ja hier, weil er es schöner haben möchte, ne? Darf ich mal sowas machen? Ja. Nein. Also man sieht ja, wie du es schon hier gezeigt hast, also ab Berg hast du ja auch schon eine Differenz drin. Frage ist, kriegst du es besser hin? Während sich Marc noch in medias res mit dem Türgriff befindet, kommt Daniel zielstrebig um die Ecke geeilt. Zwischendurch aufdrücken. Oh. G-Klasse ist das ja, genau, richtig. Ich habe hier einen Kunden, der hat die Leiste in Carbon bestellt. Könntest du die umbauen, fertig machen? Hast du denn die Sachen schon? Das Altteil bleibt bei uns. Hast du denn schon diese Carbon? Ja, habe ich hier. Achso, okay. Ja. Genau. Also das Ding muss rein. Quasi auf die Unterkonstruktion. Wow. Ja, und die Oberkonstruktion, die bleibt dann bei uns. Kann ich das für morgen für den Versand freigeben eventuell? Ja. Gib mir im Laufe des Tages noch Bescheid, ja? Mhm. Und weil Marc nichts mehr liebt als unerwartete Sonderaufgaben, willigt er natürlich freudestrahlend ein. Wo wir schon mal beim Thema sind, schaut doch mal in unserem Online-Versandshop vorbei. Hier findet ihr alles, um euren Mercedes noch edler zu machen. Während nun auch die Sitze und übriges Interieur ihren Weg aus dem Cockpit gefunden haben, hat sich bei Patrick ein kurzer Moment der Verzweiflung breit gemacht. Wir hatten jetzt das Ambientensteuergerät besucht und die Diagnose hat uns gesagt Mittelkonsole. Das war aber nicht ganz richtig. Das ist unterm Beifahrersitz. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Mittelkonsole komplett ausgebaut und wir mussten aber eigentlich unterm Beifahrersitz. Und das alles nur für so einen kleinen Übeltäter. Mehr ist das nicht. Etwas aufwendiger als nötig haben die Jungs nun sämtliche Elektrik für die beleuchteten Rücksitzschalen vorbereitet. Doch das große Suchen hatte auch sein Gutes. Denn Chavez wäre ja nicht Chavez, wenn wir bei dieser Gelegenheit nicht noch einen Schritt weiter denken würden.
Es geht um die vordere Ambientebeleuchtung, genauer gesagt um eine Erweiterung mit beleuchteten Lüftungsdüsen. Ab Werk sind die für den GLE nämlich nicht bestellbar. Wir haben dafür nun eine Lösung entwickelt. Eine Chavez-Weltneuheit sozusagen. Ja, der Marc hat hier in die Lüftungsdüsen nochmal Ambiente eingebaut, sodass die auch noch beleuchtet sind, was bei dem Fahrzeug ja nicht gibt. Das Problem ist, sieht geil aus, ja, aber es ist dunkel vom Ambiente her. Und ich fummel jetzt hier nochmal ein bisschen rum, um das hinzukriegen, weil es heller ist. Und dann baue ich die gleich nochmal ein. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Und? Leuchtet? Ja, und genauso machen wir es auch. Also es sieht auf jeden Fall geil aus, das Racing-Gitter dahinter. Das macht eine ganz andere Optik, finde ich jetzt. Was machst du da die ganze Zeit? Ich weiß, ich rutsch hier rum. Ja, vorne ist jetzt montiert die erste. Jetzt mache ich noch schnell die andere Seite. Dann geht's an die hinteren. Und da wird dann wieder die Parkbremse eingebaut. Das sind die Dinger hier. Diese Spindeln. Wenn das alles fertig ist, dann wird entlüftet, dann die Räder noch schnell drauf und dann ist der GLE soweit fertig, glaube ich, oder? Carbon werden? Ja, also wir haben ja gesagt, wir machen erstmal die jetzt in schwarz, genauso wie die Sitze. Da hinten kommt ja die Beleuchtung dran. Hm. Das machen wir auch erst im nächsten Step. Ne, der Mercedes-Benz-King wird ja nochmal zu uns kommen. Doch für heute ist das Projekt erstmal abgeschlossen. Was noch bleibt, ist die Präsentation der neuen Upgrades. Ja, B-Team, 2 Stunden später. Ja. Und wir sind wieder hier. Das sind wir. Und ja. Der Auto ist. Auto ist fertig, genau. Also wir haben ja an deinem Fahrzeug einiges verändert. Wo sollen wir beginnen? Vorne? Schau dir mal an. Also der Kühlergrill ist im Prinzip der gleiche Grill, den du vorher hattest, aber jetzt von uns komplett verändert. Wir haben ja wie geplant die ganzen Streben jetzt in Carbon. Ja. Was ja vorher, wie du es hier bei dem Fahrzeug siehst, ja vorher in Chrom war. Ja. Und du hast ja jetzt noch zusätzlich das Schutzgitter hinterm Grill. Die Schutzgitter, das fällt mich am meisten auf. Mhm. Das sieht so krass aus. Ja. Und auch die Carbon-Teil, das ist die ganze Streifen, ist voll mit Carbon. Genau, also wir haben die Streifen, die sind in Carbon. Ja. Und damit da auch während der Fahrt bei höheren Geschwindigkeiten ne, auch das Carbon auch schön bleibt, haben wir nochmal eine zusätzliche Folie aufgeklebt auf die Oberfläche. Und die hochwertigen PPF-Materialien, die besitzen nochmal eine nachträgliche Versiegelung ab Werk. Das heißt, das ist ähnlich wie eine Nano-Versiegelung. Vogelkot, Baumharze, Insekten und ähnliches haben weniger die Möglichkeit drauf zu haften, lassen sich auf jeden Fall deutlich besser entfernen als ohne diese Versiegelung. Diese Versiegelung bewirkt auch noch halt, dass es ein selbstheilendes Material ist. Das ist ein Polyurethan, was nochmal zusätzlich oberhalb beschichtet wurde. Es gibt die Möglichkeit, dass man mit vorgefertigten Folienstücken arbeitet. Da bin ich persönlich jetzt nicht so der Freund von. Wir arbeiten lieber von Rolle und schneiden die Kanten nach, weil wir dann wirklich kontrollieren können, dass die Folie nicht zu weit über die Kante geht, aber auch nicht zu weit vor der Kante endet. Und wenn da leichte Kratzer drin sind, braucht man die nur warm machen oder in die Sonne stellen oder die Motorhitze, je nachdem, was das für ein Fahrzeug ist, bewegt die Motorhitze, dass diese Kratzer wieder entfernt, sich von selbst entfernt, dass wir wirklich wieder ein glattes, spiegelglattes Material hinterher haben. Aber das ist die Glanzcarbon natürlich. Ja, genau. Fühl mal hier von der Seite so leicht. Spürst also du da etwas? Ja, von der Seite spürst du ein dickerer. Ja. Aber ich möchte noch gerne die Schafe-Emblem hier haben. Ich sehe das noch immer AMG. Ja, noch ist es ja, sag ich mal, Serie, aber wir sind ja, glaube ich, noch nicht fertig mit dem Fahrzeug. Das würde schön sein mit genau. Der Schafe. Ja, können wir gerne machen. Wenn du das nächste Mal besuchst, dann fertigen wir dir was an. Und dann so auf die Seite, die Trittbretter sind auch neu. Also die Trittbretter, die haben wir abgebaut und die sind jetzt in schwarz beschichtet. Ja. Wir hatten ja darüber gesprochen, die auch in Carbon zu gestalten. Mhm. Das Ganze dauert natürlich ein bisschen länger in Carbon. Ja. Deswegen haben wir das erstmal so wie im Prinzip beim Grill, erstmal die Lösung in schwarz. Ja. Und wenn die Carbon-Teile fertig sind,
sehen wir uns nochmal, dann ja, aber das Schwarze, das gefällt mir schon, das passt auch gut bei den Türgriffen, die in Carbon sind. Wobei du das im Prinzip komplett in Schwarz lassen kannst, theoretisch. Kann auch. Ne? Also sieht auf jeden Fall sehr stimmig aus. Was wir jetzt haben, ist dunkle Teile hier, dunkle unter und dann hast du mir im Vordern auch die Bremsen lackieren. Genau. Das ist auch schwarz. Die Bremse ist halt für mich immer so das Wichtigste an dem Fahrzeug, weil das ist immer so, wo ich persönlich immer drauf schaue. Das ist so, jetzt klappt alles, doch? Du siehst die Oberfläche, ne? Wir haben die auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, also schon sehr intensiv bearbeitet. Nämlich ist das Ganze lackiert in 197 Obsidian Schwarz Metallic, so wie dein Fahrzeug. Dann haben wir noch ein Highlight für dich eingebaut. In den Innenraum, doch? Ja. Ja, das stimmt. Das ist cool. Schauen wir mal. Sollen wir mal reinschauen? Die Auto. Und ich sehe schon hier die Lampen, die Lichter, Ambientlichter. Ja. Okay. Sehr cool. Das fällt doch auf. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, dass hier fehlte etwas. Mussten wir mal den ultimate Test machen. Okay. Ob es alles funktioniert. Ja, was also, macht das mal? Genau. Das haben wir noch nicht gemacht. Oh. Nein. Multicolor. Ja. Und dann, das siehst du schon, das wird jetzt rot hier unter, hier noch blau, aber das so gehört das auch. Ja. Und wenn ich dann die etwas kalter mache, oder? Kälter ist nach unten. Oh, ja. So. Jetzt mache ich das etwas kalter. Ja. Ja, dann siehst du, es wird blau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal in der Chavez Manufaktur.